Also ich bin die Brigitte und mache die Ausbildung beim Konrad. Ich darf sie machen, ich möchte sie machen. Ich kenne das Familienstellen, ich habe es kennengelernt vor circa 15 Jahren. Habe aber damit komplett abgebrochen. Und es gibt für mich keine Zufälle, dass ich jetzt auch bei Konrad letztendlich gelandet bin. Was für mich eine absolute Reise in mein Inneres darstellt. Ich bin nur jedes Mal froh und dankbar nach diesen Wochenenden, nach diesen Aufstellungswochenenden, was sich da in mir bewegt und was sich mir immer mehr offenbart. Ich bin ein sehr pragmatischer Typ und habe immer gesagt, alles das möchte ich im Leben, ich möchte das Leben leben. Und wenn man so rumschaut, abgehoben sein, nee, ist es nicht. Zu verbissen ist es auch nicht. Also was ist es überhaupt? Was ist das Leben? Woraus besteht überhaupt das Leben? Letztendlich sind wir alle auf der Suche nach unserem Ursprung und ureigenen Leben. Und ich habe für mich schon immer gespürt, auf der einen Seite diese absolute Interesse am Leben, aber die Hinderung, dass ich es überhaupt leben kann. Und das ist genau dieser Zwiespalt oder diese innere Spaltung, was ich beim Konrad jetzt erfahren durfte. Und wenn man sich auf diesen Prozess einlässt, wie wunderbar es sich anfühlt, wenn wieder eine Schicht in die Heilung darf. Wenn wieder eine Schicht hochkommt, ins Bewusstsein kommt, dass man viel bewusster Dinge wahrnimmt auch. Es liegt ja auch daran, wie nehme ich das Leben wahr? Lebe ich oder lasse ich mich leben? Und für mich ist jedes Wochenende wie so ein Energiekick. Also es ist wirklich, ich fühle mich unglaublich wohl. Ich bin da so richtig froh über jeden einzelnen Schritt, den ich machen darf, den Schritt überhaupt zu mir. Und ich habe ganz am Anfang festgestellt, okay, wie weit bin ich eigentlich von mir entfernt? Und das hat mich auch mal echt erschrocken. Und ja, ich bin froh, dass ich auch diesen Mut aufgebracht habe, all diese Dinge in mir anzugehen, anzuschauen, dass es eigentlich auch gar nicht dramatisch ist. Im Gegenteil, nach jeder leidvollen Geschichte, nach jedem Drama kommt ja wieder die Freude. Und das ist es, was letztendlich zählt. Es ist die Freude und es ist das Gefühl in uns, nach dem wir uns alle, denke ich, sehen. Und da bin ich dem Konrad unendlich dankbar. Was sich in mir definitiv verändert hat, ist, dass ich in mir selber immer mehr auch diesen Frieden spüre. Diesen Frieden zu mir, mit mir. Dass ich auch das merke, dass ich das im Außen, dass sich das sehr viel bewegt und ändert. Und das Leben fühlt sich viel, viel, viel leichter an. Fröhlicher, die Freude, die ist spürbarer. Ich kann, wie gesagt, diese Dinge wahrnehmen, die vorher mir noch verschlossen waren. Was ich selber auch an mir immer mehr merke, wie sehr ich verschiedene Rollen gespielt habe. Und wie mühsam das ist, diese Rollen immer wieder zu spielen. Und je mehr ich diese Rollen spiele, ablegen kann und ich einfach nur sein darf und kann, desto leichter ist es. Und das ist ein wunderbares Geschenk.